Herzlich willkommen zum Viertelfazit. Die Deutsche Eishockeyliga hat jetzt 13 Spieltage hinter sich und die Düsseldorfer EG steht auf dem zweiten Platz. Und warum die Düsseldorfer EG auf dem zweiten Platz steht, das wollen wir etwas genauer durchleuchten und deswegen habe ich jetzt Christopher Damm am Telefon. Servus Christoph. Hi, hi. Düsseldorfer EG, Platz 2 nach 13 Spielen. Ein Viertel der Saison ist vorbei. Ich sag mal, eigentlich ist ja noch nichts passiert in der DEL. Aber nach 13 Spieltagen kann man schon mal ungefähr so abschätzen, wo eigentlich die Reise eines Teams hingeht. Man kann nochmal Korrekturen vornehmen, falls es nicht so passt. Aber bei der DEG scheint im Moment einfach alles zu passen, oder? Ja, definitiv. Also man kann sich aus Düsseldorfer Sicht derzeit überhaupt nicht beschweren. Saisonauftakt war ziemlich gut, 7 Siege am Stück, danach auch eigentlich immer gepunktet, abgesehen von einer Niederlage in Wolfsburg, wo man da komplett leer aufgegangen ist, aber ansonsten läuft es bei der DEG und man steht nicht zu Unrecht so weit oben. Lass uns mal ein paar Neuzugänge besprechen. Klar, der prominenteste ist natürlich in dem Fall Philipp Gugula, der von den Kölner Haien dann zur Düsseldorfer EG gewechselt ist. Wie ist er denn bei euch aufgenommen worden? Also es war natürlich im Sommer ein sehr, sehr hochbrisanter Transfer, nach 14 Jahren Kölner Haie nach Düsseldorf zu kommen, auch wenn Gugula gebürtiger Düsseldorfer ist und auch die Jugendabteilung der DEG durchlaufen hat, bis auf die DNL. Ja, aber der ist ziemlich gut angenommen worden, überraschenderweise. Gab ja in der Vergangenheit öfter mal Spieler aus Köln, die, wenn die nach Düsseldorf gekommen sind, nicht gerade gut empfangen worden sind, aber Gugula mausert sich immer weiter, punktet fleißig, reißt sich auf gut Deutsch gesagt den Arsch auf, hat jetzt schon 7 Saisontore erzielt. Es gab ja, so konnte man immer wieder mal aus Köln hören, Kritik an seiner Einstellung. Das kann man hier in Düsseldorf bislang überhaupt nicht feststellen. Also der ist immer ein Faktor, sorgt immer für Gefahr. Immer für den Punkt gut, harmoniert ja auch sehr gut mit deinen beiden Sturmpartnern Alex Barter und Jaden Michenow, der auch sehr gut einschlägt bislang. Ja, und von daher kann man da eigentlich bislang wenig meckern über Philipp Gugula. 43 Punkte hat die erste Sturmreihe gesammelt hier in dem Fall. Das ist schon eine Hausnummer, wenn man es mal so sagen darf. 7 Tore Philipp Gugula, Michenow 5 Tore, Barter 5 Tore. Da scheint es wirklich zu laufen. Auch die Plus-Minus-Statistik sehr gut. Was macht die Mannschaft denn da aktuell so erfolgreich, mal abgesehen von der ersten Sturmreihe? Ja, ich denke, dass die DEG eigentlich sehr, sehr ausgeglichen besetzt ist. Also man hat ja, wie du sagst, nicht nur die erste Sturmreihe, sondern dann hat man mit der zweiten Sturmreihe mit Kalle Rillewall und Kenny Olem 2 Rückkehrer bekommen, die ihrer Zeit schon Publikumslieblinge waren, die gut gescored haben. Rillewall war damals als DEG-Tabellenletzter geworden, ist trotz alledem Topscorer der DEL mit 58 Punkten. Daran knüpft er an, hat jetzt pro Spiel einen Punkt mit 13 Scorer-Punkten auch gut mit dabei. Kenny Ole natürlich mit seiner Spielweise auch immer für ein Tor und für einen Punkt gut. Ja, und jetzt hat Kreis am vergangenen Wochenende die Reihen geändert. John Henry war ja noch dort Sturmpartner, jetzt ist es Leon Niederberger, der auch einen Wahnsinnssprung nach vorne gemacht hat, hat ja jetzt schon seine Torausbeute verdoppelt im Vergleich zum Vorjahr. Und ja, dann haben wir in der dritten Reihe mit Pim und Busasch auch gute Arbeiter, die viel Defensivarbeit leisten, die auch vorne immer mal wieder treffen. Busasch hat jetzt auch schon 2 Saisontore, in Nürnberg letzte Saison nur ein einziges Tor geschossen. Mhm. Und wir stehen jetzt an Spieltag 13, also die Reise könnte noch weiter nach oben gehen. Das ist definitiv interessant. Ich meine, ihr habt ja auch ein paar Spieler geholt, die ja auch aus der zweiten Liga gekommen sind, also sowohl zweite Schweizer Liga als auch DEL 2. Aber es scheint wirklich zu passen. Also Harold Kreis ist ja als Erfolgstrainer ja durchaus bekannt und er hat ja auch schon eine Vita in Düsseldorf. Dass er aber so gleich den Erfolg mitbringt, also damit habe ich persönlich jetzt beispielsweise nicht gerechnet. Ist das für dich eine Überraschung? Das hast du ja selber gesagt, das ist unbestritten, dass der Erfolg so schnell da ist, war natürlich auch nicht mit zu rechnen, weil die Stimmung im Düsseldorfer Eishockey, die lag am Boden nach der Saison. Man war regelrecht genervt nach der Saison, man war froh, als es vorbei war, und Harold Kreis hat es geschafft, innerhalb von 5 Saisonwochen
so eine kleine Eishockey-Euphorie zu entfachen, einfach weil er gut mit den Spielern kann. Er hat eine Einheit geformt, das merkt man den Jungs im Training an, das merkt man ihnen an, wenn man sie beobachtet, bevor sie aufs Eis gehen. Also da ist keiner dabei, der irgendwie ein Eigenbrötler ist, sondern die Mannschaft ist eine Einheit, sie kämpft füreinander. Ja, und das ist natürlich auch eine Sache. Man hat viel jetzt über die Transferpolitik der DEG im Sommer gesprochen, was die Spieler angeht, aber wir haben uns natürlich auch auf der Trainerposition natürlich erheblich verstärkt im Vergleich zur Vorsaison, haben meiner Meinung nach Pavel Groß in Mannheim und Don Jackson in München den drittbesten Trainer der Liga, der bislang zeigt, was er drauf hat. In der Pre-Game-Show kündigt er ja auch an, Harold Kreis, ein bisschen humorvoll, dass er hier in Düsseldorf ja noch nicht fertig gewesen ist, nach seinen 2 Jahren, die er vor 10 Jahren angetreten hat, hat die DEG ja damals auch ins Finale geführt und er knüpft quasi daran an. Also mit dem Spielsystem, mit der Art und Weise, wie er sich auch der Öffentlichkeit gibt, das ist alles ganz anders, als es letztes Jahr noch unter Pellegrins war. Mausert sich die Düsseldorfer EG möglicherweise vielleicht sogar zu einem Meisterschaftsfavoriten? Noch früh zu sagen, man profitiert natürlich auch ein bisschen davon, dass so Teams wie Nürnberg und die Eisbären noch nicht wirklich in die Gänge gekommen sind oder dass die Münchner jetzt allmählich anfangen, nach 3 Siegen am Stück sich nach oben zu arbeiten, dass die Kölner Haie am Anfang auch nicht so gut in die Saison gekommen sind. Das sind natürlich auch Faktoren, wovon die DEG profitiert hat, aber auch die Spielweise der DEG selber hat natürlich dafür gesorgt, dass die DEG nicht unverdient und nicht umsonst da oben steht, aber das geht so schnell im Eishockey, dass man da erstmal abwarten sollte. Jetzt am Wochenende, gerade heute Abend in Iserlohn, steht natürlich ein brandheißes Spiel an, was man auch immer wie gerne mal am Seilersee verlieren kann. Und die nächsten Aufgaben kommen das Wochenende in Krefeld, dann sonntags zu Hause gegen Wolfsburg. Das sind so unangenehme Gegner, bevor es in die Deutschland-Cup-Pause geht. Punktet die DEG da weiter so konstant wie bislang, dann kann man eventuell so einen Fingerzeig sehen, geht es weiter nach oben. Oder muss man sich doch nach unten orientieren? Aber bislang gibt es keine Gründe, irgendwie anzunehmen, dass die DEG einbricht. Von daher kann man schon, denke ich mal, im Laufe der Saison die Saisonziele von Pre-Playoff auf Top 6 revidieren. Ihr habt ja auch ein paar Verletzte im Kader. Wie ist da der derzeitige Stand? Hat immer noch seinen Mittelfußbruch, ist seit vorgestern wieder im Mannschaftstraining, wird aber wohl erst ein Faktor. Nach der Deutschland-Cup-Pause hat sich ja beim ersten Testspiel den Mittelfuß gebrochen, als er einen Puck auf den Schlittschuh bekommen hat. Von daher hat er es wirklich nur ein Vorbereitungsspiel für die DEG gemacht, der und Strohdel ist böse in die Wand gefahren worden beim Spiel gegen die Eisbären, hat sich da eine Habe ich gesehen, Schulter-Eckgelenksprengung ja. zugezogen Ja. und wer weiß, wann er wiederkommt. Er hofft natürlich, dass er zum großen Wintergame wieder da ist. Ist aber schwierig bei so einer schwierigen Verletzung. Eine ähnliche Verletzung hat ja bei Daniel Kreuzer beispielsweise dafür gesorgt, dass er seine Karriere beenden musste. Ja. Ja, Manu ist ein Kämpfer. Ich denke schon, dass er in dieser Saison wieder zurückkommen kann. Wie lange das dauert, wird sich zeigen. Aber Also wir stecken bei das dem mal Spiel so gegen fest. die Eisbären habe ich gedacht, meine Fresse, wie viel kann ein Manuel Strodel eigentlich einstecken? Der musste ja ordentlich einstecken an dem Tag. Jo, das war nicht die einzige Verletzung, ist ja vorher schon mit Kopf in die Wand gefahren worden. Ja. Ja, aber Strodel ist sozusagen so unser kleiner Kreuzer-Nachfolger, also was den Kampfgeist angeht und was die Nehmerqualitäten angeht. Ist ja auch ein guter Faustkämpfer, das kann Schimi in Krefeld ja, glaube ich, auch Ja, ich bestätigen. habe da so meine Erinnerung, ja. Ist ja nicht nur einmal so gewesen, dass sie aneinander geraten sind. Ich denke, da entwickelt sich ja dann auch irgendwann so ein kleiner Buddy-Fight, wenn man sich immer wieder den gleichen aussucht. Ja, ist auch, ich sag mal, Freundschaften der deutschen Eishockeyliga sind immer eine schöne Ja, Sache. genau. Ja, Also genau. profitiert von Schrödels Verletzung hat natürlich in dem Fall Kretschmann, der dann für ihn ja nachgerückt ist. Wie beurteilst du seine bisherige Saisonleistung? Er ist natürlich jetzt nicht so dieser spektakuläre Spieler wie ein Ritterwall, wie ein Olymp, wie ein Dichenau, wie ein Barca. Aber er macht das schon ganz gut für seine jungen 23 Jahre. Man merkt halt an, dass er noch nicht ganz in dieser Saison angekommen ist, hat schon gute Akzente gesetzt. Für eine vierte Reihe ist er verdammt wichtig. Aber ich denke, er wird noch im Laufe der Saison in seine Rolle reinwachsen, auch weil er
ja am Anfang der Saison gar nichts gespielt hat, weil Kreis ja auch keinen Grund hatte, irgendwas an der Mannschaft zu verändern. Jetzt durch die Verletzung von Strodel muss der was ändern und Kretschmann kriegt eigentlich gut Eiszeit in der vierten Reihe neben Reiter und Lukas Laub und arbeitet gut, kriegt auch in Unterzahl häufig seine Eiszeiten, hat schon einen sehr, sehr starken Assist in München gegeben, als er in Bedrängnis mit der Rückhand die Scheibe einfach mal in den Slot löffelt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob er sich noch weiterentwickeln kann. Wie siehst du denn die Entwicklung der Zuschauerzahlen in Düsseldorf? Ihr habt jetzt einen Schnitt von mehr als 8.800 in dieser Saison. Ist das jetzt bis jetzt mehr als in der letzten Saison oder ist das auf einem vergleichbaren Level geblieben? Das ist auf jeden Fall mehr als in der letzten Saison. Man profitiert natürlich davon, dass man mit Krefeld und Köln schon zwei große Heimspiele hatte und auch Iserlohn schon in Düsseldorf war, gerade zum ersten Heimspiel. Und wenn du da dann natürlich beim ersten Heimspiel Iserlohn 5-1 wegkaufst, sozusagen, dann ist es schon eine Ansage. Dann kommen die Fans natürlich wieder, dann bietest du auch gegen die Eisbären ein 5-1 an, was so gesehen schon lange nicht mehr geboten worden ist. Das Eishockey, was da gespielt worden ist, war ja wie von anderen Sternen wie entfesselt. Die Eisbären waren ja mit dem Ergebnis auch sehr gut bedient. Ja, und das, obwohl die Saison eigentlich erst zuschauermäßig, erst immer nach der Deutschlandcup-Pause losgeht, Ja. Liegen wir besser da als gedacht. Macht natürlich auch die Ergebnisse aus. Also wenn wir jetzt eine Niederlagenserie von 5, 6 Spielen haben würden, dann würde es auch wieder nach unten gehen. Aber ich denke, auf der Bremenstraße ist man bislang sehr zufrieden, was die Zuschauerzahlen angeht. Also ich habe ja gerade mal die Statistik aufgemacht, ne? Weißt du, wer hinter euch steht in den Zuschauerzahlen? Ja, das auch, aber weißt du, wer der direkte Nachfolger von euch ist? Die Augsburger Panther, und jetzt halte ich fest, ihr habt 8.864 Zuschauer und die Augsburger Panther nur 4.515. Da liegen 4.300 Zuschauer dazwischen. Ich denke aber auch, das liegt natürlich mit dem Fassungsvermögen der Hallen zusammen, weil die DEG hat ja, glaube ich, die viertgrößte Halle der Liga. Ja, nur Köln, Mannheim und Berlin haben ja mehr Zuschauer, die reingehen können. Ja, aber Augsburg, die machen das ja auch richtig stark. Also, das ist für mich so mit die Überraschung der Saison bislang. Genau. Nicht zu Unrecht auf Platz 4. Ich glaube, 5 Siege am Stück. Die muss man auch erstmal schlagen. Da hat man auch gesagt, die werden sich mit Schwenningen und Krefeld um den Ja, letzten Platz genau. Da gewinnen. war die Prognose ganz klar, auf jeden Fall fernab der Pre-Playoff-Plätze. Ja, aber Mike Stewart macht in Augsburg fantastische Arbeit seit Jahren schon. Während man in Nürnberg experimentieren ist, wer da die Nachfolge antritt, da hätte man schon vor Jahren da anklopfen können. Das haben die Familien und in Augsburg arbeitet man natürlich auch mit sehr, sehr viel Ruhe. Und auch wenn die jede Saison wirklich eklatante Abgänge haben, schaffen die es irgendwie immer, das zu kompensieren und auch eine Einheit zu formen. Deswegen freut mich das sehr, dass die Augsburger so stark in die Saison gekommen sind. Sie machen auf jeden Fall irgendwas richtig, das muss man mal sagen. Lassen wir uns mal über die Dinge unterhalten, die vielleicht noch optimiert werden können. In Düsseldorf, wenn ich beispielsweise mal so die Bulli-Quote sehe, da seid ihr nur auf dem 12. Platz. Da reihen sich übrigens die Kölner Haie, Iserlohn, Roosters, KIV und DEG beieinander. Die DEG fällt ein bisschen ab in den Mannschaften. Platz 12, 46,67% in der Bulli-Quote. Woran liegt das? Ja, also wir haben nur wirklich zwei starke oder gelernte Center mit Olimp und Bartha. Ansonsten ist es eigentlich immer so ein Bäumchenwechsel-Spiel, wer die Bullies spielt. Sogar John Henry hat schon Bullies gespielt, ein Buser spielt Bullies, ein Pim spielt Bullies, aber alles nur semi-optimal. Seitdem Rob Collins nicht mehr bei der DEG spielt, haben wir an der Bremenstraße keinen wirklich überragenden Bulli-Spieler mehr. Und das ist auch das, was Harold Kreis ein bisschen aufregt, gerade wenn man in Unterzahl ist, dass man dann erstmal immer der Scheibe hinterherlaufen muss. Aber bislang konnte die Mannschaft das immer gut wegstecken. Also da hat man zum Beispiel nicht, wie im Vergleich zur letzten Saison gemerkt, wenn man dann in Unterzahl war und man hat das Bulli verloren, dass dann man schon fast in Panik ausgebrochen ist. Die Mannschaft steckt das gut weg und klar, gerade Offensivbullies, wenn man in Überzahl ist, müsste man eher holen, damit man direkt in die Formation kommt. Aber da wird, denke ich, Harold Kreis noch ansetzen. Überzahl ist auch ein Thema, über das man mal sprechen sollte. Bei euch, da seid ihr mit einer Quote von 15,38 und Unterzahl mit 87,04, ja, tatsächlich kein Spitzenwert. Nee, beides nicht. Gerade Überzahl
Überzahl ist so die große Baustelle, die die DEG so über den Sommer mitgenommen hat. Ja, das war ja schon der Pelicans nichts gerade überragend. Jetzt ging es bis zum vergangenen Wochenende, da haben wir, glaube ich, in den 6 Spielen davor immer in Überzahl getroffen. Am Freitag letzte Woche gegen Köln auch. Gleich die erste Überzahlsituation genutzt, aber dann die 10 weiteren Überzahlsituationen. Wenn man das Spiel mit Straubing zusammenrechnet, das war natürlich nicht gut. Also da muss mehr rausspringen, da kann man die Spiele früher entscheiden. An sich ist es schon ansehnlicher geworden, das Überzahlspiel. Man ist schnell in der Formation, aber die letzte Zünde, die Idee, die bleibt doch aus. Mhm. Und in Unterzahl, ja, das ist eigentlich ansehnlicher. Die Mannschaft weiß ganz genau, wie der Gameplan ist, wenn Unterzahl ist. Scheibe rausspielen und ansonsten versuchen, Schüsse von außerhalb zuzulassen und nicht irgendwie den Slot frei zu machen. Und das sieht ganz gut aus, funktioniert nicht immer, aber ich denke, da hat die Mannschaft das System schneller begriffen als in Überzahl. Wobei ihr da 2% gefallen seid, denn zum Derby gegen Krefeld wart ihr in Unterzahl noch bei 89, irgendwas gewesen, Prozent, weiß ich noch. Da war ich nämlich so erstaunt darüber, dass auch eure beiden Goalies so extreme Fangquoten hatten. Da hatte ich nämlich die Befürchtung gehabt, dass da eigentlich gar nichts geht, weil defensiv wart ihr wirklich eine Bank. Ne? Da, die zu knacken, das war ja extrem schwierig. Das hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Spielen. Ja, unsere Defensive hat ein bisschen gelitten. Liegt natürlich auch daran, dass wir die Spiele wesentlich offener gestalten als jetzt am Anfang der Saison. Mhm. Viel torreicher, also vor 2 Wochen in München ein spektakuläres 5-4, dann im Derby letzte Woche Freitag 4-3 und jetzt nach langer Zeit mal wieder, in Anführungsstrichen langer Zeit, in Straubing mal wieder nur 2 Gegentore bekommen. Ansonsten hat man ja in den letzten 5-6 Spielen immer Minimum 3 Tore gefressen. Ich denke, da wird Harold Kreis in den nächsten Wochen ansetzen, dass die Defensive sich wieder stabilisiert. Das ist ja auch eher so sein Credo, hinten gut stehen, möglichst wenig Strafzeiten nehmen. Und dann gucken, dass man vorne effektiv spielt. In der Fairplay-Tabelle seid ihr Zweiter. Hinter Schwenningen. Ja. Das ist auch sehr positiv zu erwähnen. Mein Studiokollege gestern sagte zu mir, dass ihm mal ein Trainer aus vergangenen Zeiten gesagt hat, wer in einem Turnier die Fairplay-Trophy gewinnt, der gewinnt in der Regel kein Turnier. Gewinnt man keine Spiele. Hm. Es ist natürlich so, dass uns so Spieler wie Pinizotto oder ja, Chimainski so ein bisschen abgehen, Spieler, die unter die Haut gehen. Ryan McKiernan kann das von seiner Spielweise her ein wenig. Strohl hat es auch getan, aber so wirklich diese nickligen Spieler, wie es auch phasenweise Daniel Kreuzer war, der dann auch mal dazwischen gehauen hat, wenn es eben nicht lief, die gehen uns diese Saison ab. Also über die Härte sind wir auch zu knacken. Ansonsten haben wir da andere Möglichkeiten, die Gegner zu besiegen. Aber wenn man uns wirklich hart angeht, uns auf die Nerven geht, uns körperlich ausspielt, das ist das Problem der DEG. Wir ziehen ja auch selten unnötige Strafen wie eine Spielverzögerung oder einen Haken, weil man hinterherlaufen muss, weil da steht die Defensive eigentlich immer gut, ist gut gestaffelt. Ja, und man versucht es eher spielerisch zu lösen als mit einer unfairen Aktion. Bei 5 gegen 5, wie siehst du da eure Mannschaft? Also da sehe ich uns derzeit, also stand nach 30 Spielen unter den Top 4, weil wir da wirklich mit jedem mithalten können. Also da macht es auch keinen Unterschied, ob die DEG gegen Mannheim, Ingolstadt oder München spielt. Gegen alle 3 Gegner in dieser Saison konnte man mithalten, mhm. Phasenweise auch die Gegner einschnüren. Gerade das erste Drittel in Ingolstadt hat ja gezeigt, dass wir da eigentlich wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind. Ingolstadt hat ja, glaube ich, im ersten Drittel, wo wir dann noch 2 geführt haben, ein Schussverhältnis von 6-18 aus Ingolstädter Sicht und oder 6-12. Und ja, die Mannschaft ist bei 5 gegen 5 auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und auch sehr unangenehm zu spielen für jeden Gegner. Ohne Zweifel. Was aus deiner Sicht, gibt es da etwas, wo du sagst, das müsste noch korrigiert, verbessert werden? Oder sagst du, so wie es jetzt gerade aktuell ist, da passt es? Also das Überfallspiel muss auf jeden Fall verbessert werden. Ich denke, das weiß Harold Kreis auch. Und
Man sollte eventuell auch schauen, dass man die Spiele frühzeitig entscheidet. Das ist halt immer so die Sache. Man lässt den Gegner sehr, sehr oft am Leben. Wir haben ja jetzt auch von den 13 bisherigen Spielen 10 Spiele gehabt, die mit nur einem Torunterschied geendet haben. Unabhängig, ob es positiv oder negativ für die DEG war. Die DEG ist ja auch schon 7 Mal in die Overtime gegangen, davon 4 Siege, 3 Niederlagen. Man hat sehr, sehr oft noch das Gefühl, dass die Mannschaft das alles noch ein bisschen zu spielerisch sieht. Man könnte vorzeitig schon Großchancen nutzen und dann hätte man wahrscheinlich 2, 3, 4 Punkte mehr auf dem Konto. Und dann wäre man mit Mannheim auf einem Level tabellarisch und dann könnte man jetzt schon so ein bisschen davonziehen, weil die DEG wäre gut beraten, weiterhin auf den Strich unter Platz 10 zu gucken und noch nicht unter Platz 4 oder Platz 6. Das ist noch viel zu früh und man sollte jetzt schon relativ schnell ein gutes Polster ansammeln, um sicher zu sein, dass man im März auch noch Playoff-Eishockey sieht. Siehst du eine große Gefahr für, dass es vielleicht auch so ein bisschen die Wende geben könnte, wenn es vielleicht mal so ein Deschenaux oder so ein Gugula treffen würde, verletzungsbedingt? Spieler, die sehr gut funktionieren, aber mal wegfallen. Wir kriegen natürlich mit Jerome Flake auch nochmal einen Spieler, der mit Sicherheit auch zeigen will, dass er es mehr reicht, als in München die vierte Reihe zu spielen. Das hat er ja schon in seinen ersten Jahren in Köln und gerade in Hamburg sehr gut gezeigt. Er könnte dann zum Beispiel so ein Faktor werden, der das Ganze, der so Spieler ersetzen könnte. Ja, und ansonsten besteht die Gefahr natürlich auch immer, wenn so eine kleine Niederlagenserie kommt. Aber da muss man erstmal schauen, wie jetzt. Die erste kritische Phase geht meiner Meinung nach jetzt los. Die Spiele vor und nach der Deutschlandcup-Pause, weil da weiß man nie so genau, wie man in diese Deutschlandcup-Pause geht, wie man da wieder rauskommt, weil das ja auch so ein, ja, so ein Restart ist, wo auch so Teams wie Schwenning, Wolfsburg eventuell nochmal drauf spekulieren, da gut aus den Startlöchern zu kommen. Und dann wird die Liga ja eh nochmal so ein bisschen durchgemischt. Wenn die DEG weiter so konstant punkte, wie es jetzt tut, 2 Punkte im Schnitt. Dann, und selbst wenn es nur 1,5 Punkte pro Schnitt sind, dann wird da eigentlich wenig passieren. Dann wird die DEG diese Saison auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Hast du es ja schon mal angesprochen? Wolfsburg gestern auch gleich mal in Straubing Punkte mitgenommen. Da, die sollte man auch, glaube ich, noch nicht abschreiben, denke ich mal. Da könnte noch ein bisschen was passieren. Ihr spielt jetzt heute Abend gegen Iserlohn, also in Iserlohn gegen die Roosters und am Sonntag empfangt ihr die Schwenninger Wild Wings. Die Wild Wings so ein bisschen im Aufwind. Die spielen heute gegen Krefeld zu Hause. Wird auch interessant, glaube ich, das Wochenende, weil die Wild Wings aus meiner Sicht so ein bisschen die Tendenz nach oben haben und durchaus das Potenzial haben, unterschätzt zu werden. Wie siehst du das? Spieler verloren, die Lebensversicherung der Wild Wings waren, die konnte man bislang nicht adäquat ersetzen. Klar, die haben jetzt am Sonntag gegen Iserlohn gewonnen. Von daher wäre man gut beraten, die nicht zu unterschätzen, ebenso heute Abend Iserlohn. Auch wenn man bei Twitter etc. lesen konnte, dass sich alle darüber lustig gemacht haben, dass die Iserlohn Roosters beim Tabellenletzten verlieren, darf man auch das Spiel heute Abend nicht hergeben oder nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ich erwarte auf jeden Fall eine Reaktion der Iserlohner heute Abend, gerade vor heimischem Publikum. Gewinnt Schwenning heute Abend gegen den KIV, wird auch am Sonntag ein ganz heißer Tanz. Also bei der DEG ist das wie jedes Wochenende. Zwischen 0 und 6 Punkten ist wirklich alles drin. Wenn die DEG ihr Potenzial ausschöpft, werden es wahrscheinlich mindestens 4. Unterschätzt man sowohl Iserlohn als auch Schwenning, könnte es auch das erste Nullpunkte-Wochenende der Saison geben. Christoph, ich danke dir erstmal für dein ausführliches Statement dazu. Es ist ja quasi der dritte Anlauf, den wir jetzt hier gemacht haben, aufgrund technischer Probleme. Das müssen wir irgendwie beim nächsten Mal ändern. Vielleicht müssen wir das live machen oder so, irgendwo zentral an einem Ort, damit wir da keine Schwierigkeiten haben. Man kann von dir unter anderem auf NRW Hockey lesen. Wo sieht man und hört man von dir sonst noch was? Oder Field Reporter, ja, ansonsten hier bei NRW Hockey, privat bei Twitter, Instagram, ja. Wie ist dein Twitter-Name? Mein Twitter-Name ist Chris van Damme, bei Instagram Chrisel Diesel. Ja, schaut ruhig vorbei. Wir verlinken dich in den Shownotes am besten. Sehr gerne, danke, danke. Okay. Bleibt Ja, nur ich zu danke dir. sagen,
Ich glaube, das wird noch ein spannendes nächstes Viertel werden. Ich glaube, das Das glaube ich auch. Halbzeitfazit, das wird richtig interessant. Und dann kann man mal wirklich analysieren, ist die DEG vielleicht so ein Geheimfavorit auf den Titel? Man weiß es ja nicht. Ja, das könnte man dann schon eher abschätzen, aber mal schauen. Okay, dann sage ich erstmal allen Zuhörern, Zuschauern, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Ausgabe werden dann die Krefeld-Pinguine sein, die Iserlohn Roosters und die Kölner Haie. Sage ich erstmal Dankeschön.